Hallo liebe YouTube-Freunde, heute werdet ihr die Konstellationen für den Monat Juni 2021 und die Prophezeiung von Nostradamus erfahren. Die Prophezeiung Nostradamus ist auf Israel hingewiesen und lautet in der 8. Zenturie, Vers 96. Der unfruchtbaren Synagoge, die keine Frucht hervorbringen kann, wird unter den Ungläubigen Heimat finden. Von Babylon werden der miserablen und traurigen Tochter der Verfolgung die Flügel gestutzt. Es klingt nicht gut, was Nostradamus dem Land Israel prophezeit, denn er spricht davon, dass Israel wird einen neuen Holocaust erleben. Schon jetzt erleben wir, wie ein neuer Hass auf die Juden entsteht. Es dürfte so kommen, dass der Islam seinen Erzfeind dann besiegt, wenn der Krieg im Orient begonnen hat. So wird auch niemand das Land schützen können. In seinen Voraussagungen hatte Nostradamus prophezeit, dass die Juden wieder in ihre alte Heimat zurückkehren dürfen. Doch diese Freude nicht von langer Dauer sein wird. Das ist eingetroffen. Aber Israel ist zwischen nur arabischen Staaten eingequetscht, deren Erzfeind er schon immer war. Gleich am Tag der Gründung des Staates brach der Krieg aus, den Israel schnell gewann. Doch inzwischen befindet sich Israel immer wieder im Krieg und wird vom Gazastreifen ständig mit Granaten beschossen, die vom Iran geliefert werden. Da die USA hinter Israel steht, hat sich noch keiner getraut, das Land nochmals anzugreifen. Wenn aber das arabische Imperium einigermaßen gefestigt ist, wird man Israel von außen angreifen. Nostradamus beschreibt, dass diese Angriffe auf besonders schreckliche Weise stattfinden. Dann wird die USA eingreifen und eine Armee in den Irak schicken, um von dort Israel zu schützen. Doch einen großen Erfolg wird es nicht geben. Denn Nostradamus schrieb, die größten Städte werden entvölkert. Wer versucht, sie zu betreten, wird von der Rache und vom Zorn Gottes gepackt. Der heilige Ort wird in einen Stall für Groß- und Kleinvieh verwandelt. Und das Grab Abrahams, das in Israel von Juden und Mohammedanern verehrt wird, liegt offen unter dem unbegrenzten Blick des Himmels. Und das bedeutet, das Land ist radioaktiv verseucht. Der Leitsatz für diesen Monat lautet: Mit Empfindlichkeiten und Trotz dürfen wir das Glück nicht einfach wegwerfen, sondern jetzt dem Glück vertrauen. So versuchen wir in diesem Juni, das allgemein heftige Auf und Ab nicht mitzumachen, sondern einen Weg dazwischen zu finden. Und mit dem Planet Sonne mit Jupiter könnte der Juni noch ein guter Monat werden. Machen wir das Beste daraus. Alles Liebe und Gute, eure Deria.